Das war ein französischer Dichter, der hat mal gesagt, das Alltägliche ist für mich belanglos. Die Extreme sind immer interessant und es muss gar nicht nur das Extrem im Sinne von möglichst viel Action sein, das kann auch das andere Extrem sein im Sinne von ganz ruhig und Einsamkeit oder Natur, aber auf jeden Fall die beiden Extreme und das Pendeln zwischen denen, die machen die Musik und nicht dieses Normale. Das Normale wird sehr schnell langweilig. Das ist dann für mich Stillstand und das fühlt sich dann an wie Rückschritt. Das muss schon irgendwie weitergehen. Man muss aber gerade bei den Mehrtagesläufen eben aufpassen, dass man sich auf sich konzentriert, dass man eigentlich eher gegen sich läuft und nicht versucht, auf irgendeine Platzierung oder was zu laufen. Da kann man dann so gegen Ende des Rennens mal schauen. Der Mensch hat schon immer ausprobiert, was ist möglich und was nicht. So ist es beim Highline natürlich auch. Und solange das Ganze Spaß macht, finde ich nichts, was dagegen spricht. Aber es ist vielleicht auch der Reiz, eben zu gucken, ja, wo liegt die Grenze, ja, wie weit kann ich gehen. Alles, was man so sieht und extrem ist, sagen die Leute, die Außenstehenden, das sind Verrückte. Aber gerade jetzt nach den German Open habe ich gemerkt, dass sehr viele da reinschnuppern möchten und es selber ausprobieren und hinterher total happy sind, wenn sie es geschafft haben und wenn es nur 25 Meter sind, bei 1-2 Grad Wassertemperatur zu schwimmen.